Florian Warwick hat mal wieder in der Bundespressekonferenz nachgehakt und dabei die Doppelmoral der deutschen Bundesregierung aufgezeigt. Hier geht es nämlich um die Bombardierung ziviler Ziele durch Israel, sowie den iranischen Gegenschlag auf Israel für die Ermordung Khaniyehs, der sich im Iran auf Staatsbesuch befand. Die Bundesregierung unterscheidet nämlich sehr wohl zwischen guten israelischen Bomben, die seltsamerweise hauptsächlich Zivilisten töten, und bösen iranischen Raketen, die hauptsächlich auf militärische Ziele gerichtet waren. Aber ich will nicht lange drum herum reden. Fangen wir mit Florian Warwick an. Ich hätte auch noch mal eine Verständnisfrage, Herr Fischer, zu Ihrer Aussage, dass Israel Iran nicht angegriffen hat. Da würde mich dann tatsächlich interessieren, wie Sie zum einen der iranische Botschafter im Libanon, dessen Gesicht durch eine mutmaßlich israelische Sprengfalle zerfetzt wurde, das politische Attentat mitten in Teheran im Juli, worauf die Iraner auch auf Vergeltung verzichtet haben, zumindest nach eigener Darstellung, weil sowohl USA als auch EU zugesichert haben, dass es zu Friedensverhandlungen in Gaza und auch mit Libanon kommen sollte. Deswegen bin ich ein bisschen irritiert davon, in welcher Einseitigkeit Sie hier sozusagen auf den Iran zeigen und bisher kein einziges kritisches Wort zur Rolle Israels verloren haben. Könnten Sie noch mal darlegen, wieso Sie da Israel komplett aus der Verantwortung nehmen? Also ich glaube, was wir gestern gesehen haben, war ein massiver iranischer Angriff auf israelisches Staatsgebiet in einer präzedenzlosen Weise, der sogar noch eine andere Qualität hatte als der erste Angriff Irans auf Israel damals. Ja, nach dem ersten, also der erste Angriff Irans auf Israel war eine Reaktion auf den Angriff Israels auf das iranische Konsulatsgebäude, was an die iranische Botschaft in Syrien angeschlossen wurde. Ein eindeutig völkerrechtswidriger Angriff, der gegen mehrere Abkommen verstieß. Und der jetzige Angriff des Irans war eine Reaktion auf die ebenfalls völkerrechtswidrige Ermordung von Khaniyeh, der sich im Iran auf Staatsbesuch befand. Waren es ja zunächst Drohnen, die losgeschickt worden sind, mit ganz anderen Vorwarnzeiten. Also ich glaube, das sollte man alles nicht unterschätzen. Und ich glaube, die Dinge, die im Libanon passiert sind, ich sehe jetzt nicht, wie diese den Iran betreffen würden. Ich meine, dass möglicherweise ein iranischer General bei einem Treffen mit dem Führer der Hisbollah. Nein, das war nicht Warwecks Frage. Also ihr merkt, der Regierungssprecher weicht hier aus. Warwick hat explizit die Bundesregierung hier auf ihre Doppelmoral angesprochen, dass sie den Iran so scharf verurteilt, aber bei israelischen Bombardements, wo hunderte Zivilisten sterben, die eindeutig völkerrechtswidrig waren, die komplett ohne Provokation von der libanesischen Seite passiert sind, die passiert sind, nachdem Hassan Nasrallah einem Friedensabkommen zugestimmt hat, dass Israel diese Bombardements fährt, dass die Bundesregierung diese Bombardements nicht so scharf verurteilt wie die iranischen Raketen. Darum ging es Warwick hier an dieser Stelle. Zugegen war, also bei eine terroristische Organisation unterstützt hat, das kann man jetzt nicht Israel vorhalten, würde ich mal sagen. Zum einen hatte ich davon gesprochen, dass Israel mit einer Sprengfalle den iranischen Botschafter das Gesicht zerfetzt hat. Das ist mitnichten ein Militär gewesen. Und der Angriff, mutmaßliche Angriff Israels, der aber zumindest mal indirekt auch bestätigt wurde bei der Tötung des Hamas-Führers in Teheran, das war auch sicherlich nicht völkerrechtswidrig, auch nicht aus Sicht der Bundesregierung. Aber meine Frage zielt nochmal auf einen anderen Aspekt. Wenn man sich die Ziele anguckt, die anvisiert wurden vom Iran, dann waren das zwei Luftwaffenbasen nach aktuellem Stand, das Mossad-Hauptquartier und eine weitere militärische Installation, also ausschließlich militärische Ziele. Deswegen würde mich noch in der Bewertung des AA interessieren, wie sie bewertet, einerseits, soweit wir das zumindest wissen, widersprechen Sie mir gerne, ausschließlich militärische Ziele vom Iran angezielt. Wenn man sich anschaut, Israel im Libanon, in Beirut, werden zivile Wohnhäuser in dicht besiedelten Wohnvierteln in Beirut und um Beirut herum beschossen. Wieso erscheint Ihnen die Inzielnahme von militärischen Objekten verurteilenswürdiger als Angriffe auf Wohngebiete in Beirut? Erstmal nochmal zu dem Pager. Ich glaube, das war ein militärisches Kommunikationsinstrument der Hisbollah. Und das wurde auch von Medizinern verwendet, die Mitglied in der Hisbollah waren. Das stimmt so nicht.
sicher, ob man davon ausgehen kann, dass der iranische Botschafter solcherlei Kommunikationsinstrumente militärischer Art einer terroristischen Organisation bei sich trägt. Einer politischen Partei, die ein enger Verbündeter des Irans ist. Die Hezbollah sitzt als eine der größten Fraktionen im libanesischen Parlament und sie wurde da reingewählt. Das ist, ja, typisch dieses Framing: Terrororganisation ist jede Organisation, die dem Westen gerade nicht passt. Trägt. Das würde ich mal in den Raum stellen. So, was Selbstverteidigung angeht, hat Iran sich zwar auf das Selbstverteidigungsrecht berufen, aber von Selbstverteidigung kann man halt nur sprechen, wenn es um die Abwehr eines andauernden oder unmittelbar bevorstehenden Angriffs geht. Sonst ja, okay. Dann sind alle israelischen Angriffe auf Syrien, auf den Libanon, auf den Jemen und auf den Iran völkerrechtswidrig. Dann sind all das völkerrechtswidrige Angriffe. Das hat er hier gerade eingeräumt. Das hat die Bundesregierung bei all diesen Angriffen aber so nicht gesagt. Da hat sie nicht Israel aufs Schärfste verurteilt. Das ist Vergeltung. Und dieses Vergeltungsmotiv haben wir ja gestern in den iranischen Stellungnahmen auch gesehen. Aber Vergeltung ist eben keine Kategorie des Völkerrechts. Okay. Was gilt dann für das, was Israel jetzt seit einem Jahr im Gazastreifen veranstaltet? Was gilt dann für das, was Israel da gerade im Libanon veranstaltet? Für das, was Israel im Jemen gemacht hat? Vergeltungsschläge sind nicht vom Völkerrecht gedeckt. Und Iran hat, wie ich gerade sagte, diese militärische Aktion gestern Abend immer wieder auch als Rache, Vergeltung, Bestrafung bezeichnet. Aber diese Art von Schlägen sind völkerrechtswidrig. Und das heißt, der Angriff des Iran ist durch nichts zu rechtfertigen. Das iranische Regime hatte keine völkerrechtliche Begründung, um Israel anzugreifen. Ja, und das Gleiche müsste eigentlich auch für Israel gelten. Aber da ist die Bundesregierung seltsamerweise nicht mit solchen Vorwürfen gekommen. Also wie gesagt, genial von Florian Warbeck, dass sie hier in der Bundespressekonferenz nochmal die westliche Doppelmoral aufzeigt. Typisch für diese Bundesregierung, für diese wertebasierte Außenpolitik. Aber das kennen wir ja mittlerweile. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.